Ich begrüße euch zu einem neuen Retro Let's Play Day of the Tentacle Remastered. Vormals von LucasArts, damals 1993 erschienen und jetzt im Jahr 2016, also vor 2 Jahren, von Double Fine Productions neu released in der Remastered Version, die wir hier vorliegen haben. Unter anderem vom Game Designer, vom damaligen Game Designer schon, Tim Schaffer, der auch diesmal wieder mitgewirkt hat, dem auch die Double Fine Productions gehören. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Intro an. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig, smarter, aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als könnte ich... Die Welt erobern! Ich glaube, den brauche ich für die Bändler, Vern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Sieh mal, Hogi, ein Hamster. Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler, Vern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. Thank you.
Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Haugi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Ja, das werden wir jetzt rausfinden. Oh, dort Steuerung. Bewegen, Verbrauchsverfall, ja. Das Spiel hat ja ein ganz anderes Menü als das damalige Spiel. Ich werde mir das jetzt eh nicht merken, deswegen gehen wir da mal raus. Tja, nach diesem relativ langen Intro sind wir jetzt in der Mansion. Quasi die Fortsetzung von Maniac Mansion war das damals. Jetzt muss ich mich mal schauen, wie man sie, wo da mein Menü ist. Rechtsklick und dann kann man dann auswählen. Drücke, ziehe, benutze, schau an, nimm, abbrechen, öffne, schließe, gib. Okay. Ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe das aus anderen Adventures, anderen neuen Adventures auch ein bisschen anders noch im... Also ist nicht üblich, sagen wir mal so. Ich will das jetzt nehmen. Wo war das Nehmen da? Nimm Kaugummi. Okay. Es klebt am Boden fest. Ah, dann können wir es nicht nehmen. Gut, ja, wie gesagt, wir befinden uns in der Mansion, in der Maniac Mansion. Und müssen die Tentakel suchen und befreien, weil Dr. Fred sie töten will. So, was ist denn da oben? Plastikkotze. Geil. Kann man das auch nehmen? Da komme ich nicht dran. Okay, da kommt er nicht dran. Chuck, die Pflanze. Auch ein Running Gag aus Maniac Mansion oder von LucasArts generell. Ein gartenbaulicher Albtraum. Genau. Die Tür. Kann man da rausgehen? Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Ah, okay. Dann suchen wir mal die Tentakel. Aushilfe gesucht, Schild. Laborassistent gesucht. Fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Abitur, okay. Da hängt ein Zettel. Schauen wir mal den Zettel an. Sieht so aus, als käme es aus einem örtlichen Haushaltswarenladen. Ah, okay. Kann man das nehmen? So, und wo ist jetzt mein Inventar? Da links anscheinend. Ah, okay. Das ist ja sehr ähnlich wie beim alten Inventar. Da haben wir unser Textbuch. Kann man das anschauen? Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Fluxkompensator. Und das ist der Zettel, den wir gerade genommen haben. Georges Haushaltswarenladen. Aus George. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. George sagt das. Na, wenn George das sagt, dann wird das wohl stimmen. Okay. Ja, schauen wir mal kurz. Das ist ja, wie gesagt, die Remastered-Version, wie es 1993 ausgeschaut hat. Das ist halt ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Eine klassische Point-and-Click-Adventure-Umgebung. Mit Schau, Benutze, Nimm, Öffne, Schließe, Gib, Ziehe, Drücke, Rede. Ja, da finde ich mich gleich zurecht. Also, ich hätte es auch so gelassen, ehrlich gesagt. Ne? Ich hätte dieses interaktive Menü gar nicht gebraucht. Man hatte die Grafik eh schöner gemacht. Ja. Damals hat man das auch nicht so als pixelig empfunden. Wenn man sich das heute anschaut, ist natürlich doch ein bisschen ein Unterschied. Aber mich würde das Menü unten nicht stören. Ich hätte das auch gelassen, ehrlich gesagt. Na gut. Ja, wie es halt in einem Point-and-Click-Adventure so übrig ist, gehen wir überall in jeden Raum rein und schauen wir sich jeden Gegenstand an und nehmen auch jeden Gegenstand, den wir finden. Wir haben ja ein unendliches Inventar. So, da sind wir offenbar im Büro vom Dr. Fred. Ist das ein Sparbuch? Schweizer Sparbuch. Nehmen wir gleich, ne? Aber wie viel ist denn da drauf? Nicht aufzugehen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte es anschauen. Ha! Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Oh, das ist blöd. Ist das der Dr. Fred? Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Ah, okay. Ah ja, aber bevor ich es vergesse... Ich muss mal schnell speichern, weil ich kann das Intro nicht überspringen, ohne dass sich das Spiel aufhängt. Jetzt möchte ich das schnell speichern, damit ich einen Spielstand habe. Aha, das geht automatisch. Büro, Fortschritt, Spielzeit. Passt, danke. Na, und weiterspielen. Fortsetzen, okay. So, die Schublade. Kann man die öffnen? Öffne Schublade.
Tipp-Ex. Das ist eine Flasche Korrekturflüssigkeit. Okay. Gibt's das heute noch, Tipp-Ex? Eher seltener geworden, jetzt wo wir alle am Computer schreiben. Das war damals noch eher für Schreibmaschinen wahrscheinlich interessant. Heutzutage wahrscheinlich nicht mehr notwendig. Junge, die Edison sind eine ziemlich hässliche Familie. Naja, das kannst du laut sagen. Gut, ein Star Wars Kalender. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Ja, Star Wars. Auch dasselbe Franchise. Eine Kamera. Ich hoffe, es sieht niemand zu. Ich glaube aber schon. Ich sehe auf Video so blöd aus. Ja. Nicht nur auf Video wahrscheinlich. Ah, da ist noch eine Münze drin. Ein Groschen. 1952. Das ist schon eine Weile her. Auch aus damaliger Sicht. Okay, gut, schauen wir mal weiter. Hoagie sieht hier schon nach dem Rechten. Ah, okay, das heißt, da können wir nicht rein, da können wir wahrscheinlich auch nicht rein in die hintere Tür. Dann bleibt uns ja nur mal ein Weg offen. Laverne kümmert sich um diesen Bereich. Okay, dann können wir nur mehr den Geheimgang nutzen, den ich zufällig noch von damals kenne. Das ist nämlich diese schöne Pendeluhr. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Ja, man kann sie vielleicht öffnen. Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Fast, ja. Na gut, dann geh mal durch, Bernard. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere, eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte! Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Das ist alles deine Schuld, Bernard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. So weit, so gut. Bernard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor.
Es funktioniert! Ich kann es nicht glauben. Ha! Und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Oh, oh. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hoagie und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben sie noch? Laut meiner Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hoagie denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Ja, okay. Ich werde bei den Intro-Videos ruhig sein, nicht sprechen, aber ich werde da quasi so ein Reaction-Video daraus machen, dass man mich eingeblendet lässt und meine Reaktionen sieht. Ja, da hat er jetzt gezoomt, ha? Falls ihr euch auch wundert, dass die Stimmen, wenn euch denen nicht bekannt vorkommen vom alten, also wenn ihr den alten, den originalen Teil von 1993 kennt und aber andere Stimmen kennt, kann es sein, dass ihr dieselbe Version hattet, die ich damals hatte. Das war nämlich anscheinend die Diskettenversion, obwohl ich sie auf CD hatte. Allerdings war das eine Compilation-CD mit Indiana Jones, Monkey Island 2 und Day of the Tentacle. Und da war nicht das ganze Spiel synchronisiert, sondern nur die Intro-Videos, also der Anfang und diese Szene und die darauffolgende Szene, was dann noch kommen wird. Und die hatten aber andere Stimmen, komischerweise. Und ich habe mich dann immer gewundert, weil ich das dann in Videos dann anders gesehen habe und auch in dieser Remastered-Version ist es mir eben aufgefallen, dass das nicht die Stimmen sind, die ich damals im Kopf hatte. Und da habe ich nachgeschaut, die Diskettenversion, quasi diese kurze Version, die nur am Anfang synchronisiert wurde, ja, die haben andere Stimmen. Und ich werde das unter das Video verlinken, einen Link zum Vorspann von der Diskettenversion, dass ihr da mal schauen könnt, ob ihr das vielleicht auch so erlebt habt, wie ich. Deswegen, ich bin diese neuen Stimmen nicht gewohnt. Ja, aber man wird sich dran gewöhnen im Laufe des Let's Plays. Gut, und jetzt müssen wir Pläne finden. Und wahrscheinlich das Haus durchsuchen. Das ist die Zeitmaschine, hä? Toilette steht da. Ah ja, Dr. Fred. Ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Okay, die Pläne sollen oben sein. Ich mag allerdings die Stimme vom Dr. Fred hier. Das ist eine sehr angenehme Stimme. Ich glaube, es müsste ein bekannter Synchronsprecher sein. Sie kommt mir sehr bekannt und vertraut vor. Okay, Hamstergenerator. Aha. Was ist das? Erzeugt das Strom? Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Okay. Und das ist diese komische Maschine, mit der diese Tentakeln mutiert hat. Und da war ja vorher der lila Tentakel. Das ist der Hebel für die Matschmaschine. Matschmaschine. Lila Tentakel oder Purpur-Tentakel und Grün-Tentakel. Und der Purpur-Tentakel dürfte böse geworden sein und will jetzt die Welt an sich reißen. Wie immer auch der das machen will, das Tentakel. Man hat ja am Anfang gesehen, er hat Hände bekommen. Ob er damit viel anfangen kann? Mal schauen. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Das ist der Plan, da?
Das ist ja schon das, was wir brauchen, oder? Ich habe die Pläne. Das war schnell. Einfach. Wir müssen sie zu Hogi spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit! Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die Hieße noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred, wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Okay, dann sind wir jetzt 200 Jahre in der Vergangenheit und spielen Hogi. Und anscheinend können wir den Charakter dann auch wechseln. Mal schnell speichern, kurz bevor mir das wieder abschmiert. Das ist mir nur einmal beim Intro abgeschmiert. Sollte also nichts passieren, aber trotzdem tun wir lieber sicherheitshalber speichern.